Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Hier ist Sigoretti und wie ihr seht, ich habe Chazi einfach schon mal die Rüstung wieder angelegt, die sie tragen soll und auch muss, um jetzt dem Ende von Halam Shiral entgegenzutreten. So, gütigster. Inquisitor, was für eine Freude. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ihr seid schwer einzuschätzen. Ich wusste nicht, ob ihr meinen Köder schluckt. Ich fürchte, ich bin im Moment etwas zu beschäftigt, um mit euch zu tanzen. Ja, das sehe ich. Ein Jammer, dass ihr mir keinen letzten Tanz gewähren wollt. Wirklich nett von euch, so bereitwillig in meine Falle zu tappen. Ich hatte eure Wichtigtuerei so satt. Korypheus möchte, dass die Kaiserin heute Nacht stirbt. Und ich würde ihn nur ungern enttäuschen. Ihr gehört zum orlesianischen Adel. Warum helft ihr Korypheus, euer Reich anzugreifen? Ihr seid so ein Kleingeist, Inquisitor. Warum sollte ich mich mit einem Reich begnügen, wenn Korypheus die ganze Welt neu formen wird? Ich gebe zu, ich werde Gesparts dummes Gesicht genießen, wenn er erkennt, dass ich ihn übertölpelt habe. Er war schon immer ein schlechter Verlierer. Wozu die Kaiserin töten? Was will Korypheus damit erreichen? Selens Tod ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer besseren Welt. Korypheus wird die schwarze Stadt betreten und die Göttlichkeit einfordern, die dort auf ihn wartet. Wir werden euren nutzlosen Erbauer stürzen und eine vereinte Welt unter der Führung eines fürsorglichen Gottes herbeiführen. Was genau springt für euch dabei heraus? Die Welt natürlich! Ich liefere Korypheus den gesamten Süden von Cedars und er rettet mich dafür. Und wenn er dann zum Gott aufgestiegen ist, werde ich in seinem Namen über Cedars herrschen. Ihr müsst diesen Weg nicht zu Ende gehen, Florian. Noch könnt ihr umkehren. Oh, Inquisitor, ihr seid wirklich naiv. Niemand würde sich auch nur in seinen dunkelsten Träumen vorstellen, dass ich Selen ermorden könnte. Ich muss euch nur lange genug vom Ballsaal fernhalten, um zuzuschlagen. Ein Jammer, dass ihr den Ball verpasst. Die Leute werden noch lange über ihn sprechen. Tötet sie. Bringt mir als Beweis die Hand mit dem Mal. Sie ist ein würdiges Geschenk für den Meister. Na dann, komm mal her, mein Freund. Ihr wollt also... Lass mich mal durch diesen Dämon hindurch gehen und das war's mit dir. Die nächste Runde. Florian also. Florian ist diejenige, welche die Kaiserin Selene töten will. Na, ob dir das wohl gelingen wird, meine liebe kleine... Florian, hör auf damit, Eis auf mich zu wirken, du Luder. Alter, nicht um mich herum. Oh. Okay, weiter geht's. Lindern wir das mal ganz schnell. Danke. Bei Andrastes Titten, was sollte das? Waren das Dämonen? Es kommen doch nicht noch mehr verfluchte Dämonen, oder? Keine Dämonen mehr. Alles gut. Erbauer, ich habe noch nie einen aus der Nähe gesehen. Ich wusste, Gespard ist ein scheiß Kerl, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich wegen der paar Kröten diesen Monstern zum Fraß vorwirft. Herzog Gespard hat euch hierher gelockt? Eigentlich seine Schwester, aber es war sicher seine Idee. Sie hat nur einen Haufen Unsinn geredet. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich bin sicher, dass Gespard dahinter steckt. Ihr habt einen feraldischen Akzent. Ich dachte, ihr wärt einer von Gespards Söldnern.
Ich bin in Denerim geboren und aufgewachsen. Wie es aussieht, hätte ich dort besser bleiben sollen. Der Herzog wollte heute Abend zum Palast marschieren. Allerdings hatte er dazu nicht genug Chevaliers. Also hat er mich und meine Männer angeheuert. Den dreifachen Sold hat er uns versprochen, damit wir nach Orlais kommen. Dieser stinkende Käsefresser. Wollt ihr eine neue Anstellung, die auch noch besser bezahlt ist? Die Inquisition hat immer Verwendung für eine fähige Söldnertruppe. Ihr heuert mich an? Da bin ich dabei. Alles ist besser als dieser Schwachsinn. Ob ich mit der Kaiserin reden oder in der Kirche singen soll, euer Wunsch ist mir Befehl. So, und jetzt heißt es, einen Weg hier wieder rausfinden. Und ich hatte einen Stufenaufstieg. Sehr genial. Dann lass doch mal schauen, wo war ich stehen geblieben? Ich war in diesem hier stehen geblieben. Scheinbild. Die wabbelnde, großartige Bombe. Ja, das will ich. Ist die Frage, kann ich sie irgendwo hinsetzen? Ich glaube, anstelle von dem. Jupp, warte mal. Wie war das nochmal? Dem Kampfmenü zuweisen. Auf Y. Da haben wir jetzt die gute wabbelnde Bombe. So, dann lass uns einfach mal hier raus. Ich weiß gar nicht genau, wo es lang geht. Da bin ich doch scheinbar schon auf den goldrichtigen Weg, mein Freund. Und hier, nimm du schon mal die wabbelnde Bombe. Na los, kommt her! Geht in die Falle von Vivienne hinein! Sehr gut. Ah, da ist noch ein Gegner. Warte, lass mich mal eben die Kiste hier plündern. Dann kümmere ich mich auch um dich, kleine Nudel. Beziehungsweise, meine großartigen Leute haben sich schon um euch gekümmert. Winterballast, Le Requiem. Ich scroll das runter, ihr kennt das ja, und ihr lest, wenn ihr wollt. Wunderbar. Weiter geht's. Da ist noch was. Da ist noch eine Kiste. Weg aus dem Weg, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Das scheint eine kleine Kapelle zu sein, nicht wahr? Hier geht's lang. Immer mir nach, immer mir nach. So, da geht's. Alter! Nehmt den Blitz! Da kommen ja immer mehr. Wow! Na los, komm hier rüber zu mir. Schade aber auch. Ja, sehr gut. Da geht der Weg natürlich weiter. Und wer meint, dass das die einzigen Türen waren? Nein, da wollte ich nicht hinein. Oh, Leute, lasst mich doch einfach vorbei. Verdammt nochmal. Noch mehr Leselektüren? Kompendium Orlesianischen Theaters. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Und das ist auch noch obendrein ein ziemlich langer Auszug. Ich würde sagen, ihr kennt das, ich scroll's mal wieder runter. Und wenn ihr möchtet, dann haltet das Video an und schaut, lest es euch durch oder lasst es einfach. Sehr gut. So, wer denkt, dass das die einzigen Türen, in die wir nicht hineinkommen, weil wir einfach zu wenig Hallas haben? Nein, der ist sehr getäuscht. Hier gibt es noch zwei weitere Türen. Und auch in diese kommt man nicht mehr hinein, weil man einfach nicht genügend Hallas findet. Oder Hallas hingelegt bekommt. Was auch immer. So, hier bin ich falsch, wie es scheint. Wow. Da geht es weiter. Der große Ballsaal. War ich da oben schon mal? Ah, hier gibt es noch eine Truhe. Danke dafür.
So, dann kümmern wir uns doch mal um die Angelegenheiten im großen Ballsaal. Was trägt? Dem Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Die Großherzogin ist die Mörderin. Lasst sie nicht in die Nähe der Kaiserin. Die Herzogin? Sofort, Inquisitor. Silenzium! Ihre kaiserliche Majestät geruht zu sprechen. Lords und Ladies. Als Land betrauern wir unsere gefallenen Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Freunde und Liebsten. Der Himmel ist aufgerissen, die Göttliche ist tot und viele fürchten das nahende Ende. Orlé muss standhaft bleiben, ein Bollwerk, hinter dem ganz Feders Schutz findet. So war es seit 1000 Jahren und so wird es immer sein. Dies alles wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. Liebe Base, bitte tretet vor. Großherzogin, zurück! Jetzt! Für Korypheus, tötet sie! Kallen, beschützt die Leute! Ja, Inquisitor. Nun bin ich vollends besiegt. Ihr habt mir den Augenblick meines Triumphes geraubt. Genau wie ihr Arimond die Dämonenarmee gestohlen habt. Und jetzt habt ihr eine wehrlose Frau in den Garten gejagt. Seid ihr stolz auf euch? Ihr wolltet die Kaiserin ermorden. Wir wissen beide, dass ihr alles andere als wehrlos seid. Das ist wahr. Aber ihr seid ja schon beim ersten Mal nicht auf meine Vorstellung der hilflosen Jungfer hereingefallen. Die Nacht ist noch jung. Alles, was ich tun muss, um die Lage zu retten, ist... euch zu töten, Inquisitor. Es ist so schön, dass ihr meiner kleinen Suare beiwohnt. Na dann. Florian. Wollt ihr denn nicht tanzen? Versuch mal dein Glück, mich zu stellen. War das die Herzogin? Oh ja, das ist sie in der Tat. Na los, komm hier rüber, Florian. Wow. Sie scheint ja doch gegen vieles immun zu sein, die Güte. Wir müssen Florian aufspüren. Schnell! Oh, und betäuben kann sie. Wir wollen schon gehen, euer Gnaden. Kann sie uns auch. Sie ist auf der Mauer. Hallo, Florian. Haltet die Augen offen. Sie könnte überall sein. Ist sie schon wieder entschwunden? Da ist sie doch. Seid vorsichtig. Sie hat irgendetwas vor. Wow. Okay. Wir haben sie gleich, Charzy. Wir haben sie gleich. Ja, was ist denn schon wieder auf der Mauer? Ich fühle mich als Wo ist die Herzogin? Ja, sammeln wir mal bei dann auch alles ein. Was es hier einzusammeln gibt. Hallo, herzugehen.
Alter! Wo kommst du denn plötzlich her, du? Kleines Miststück. Seid vorsichtig! Sie hat irgendetwas vor! Wo ist die Herzogin? Da ist sie vor Ort, Chasi. Gleich bist du Geschichte. Wow, und das war's dann mit ihr. Ja, man kann hier auf verschiedenste Art und Weisen mit der guten Herzogin umgehen. Man kann sie auch leben lassen, nimmt sie gefangen und kann dann in der Himmelsfeste tatsächlich über sie urteilen. Ist ganz nett gemacht, aber nichts, was ich favorisieren würde. Definitiv nicht. So, sammeln wir mal einfach alles auf, was es hier aufzusammeln gibt. Das ist ja der Außenbereich des Palastes, in dem wir ganz zu Anfang in den Palast hineingekommen sind. Und da wir jetzt tatsächlich noch zwei Hallas übrig haben, kann ich auch diesen Raum hier öffnen. Für den wir nur eine Halla benötigen. Naja, hier gibt es allerdings auch, glaube ich, nicht grundsätzlich nicht wirklich ganz so tolle Sachen, oder? Nicht, dass ich mich... Genau. Ah. Aber gut. Ja, und keine Ahnung. Ich habe die Hallas noch nie für den letzten, die letzten zwei Räume, die man da unten noch öffnen kann, verwendet. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Was ich jetzt ganz gerne machen würde... obwohl, das schneide ich euch raus. Ich habe einfach nur die gesellschaftliche Kleidung angezogen, weil Chasi ist tatsächlich die Einzige, die diese gesellschaftliche Kleidung hinterher nicht anhat. So, auf dem Ende entgegen. Eure Schwester wollte vor den Augen des Adels die Kaiserin töten, Gespard. Wer ist denn hier die Meisterspionin? Wenn jemand diesen Affront kommen sah, dann ihr. Ihr bestreitet nicht, dass ihr daran beteiligt wart. Natürlich bestreite ich es. Ich wusste nichts von Florians Plänen. Ihr jedoch, ihr wusstet über alles Bescheid und habt doch nichts unternommen. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Dass ihr mich für allwissend haltet oder wie erfolglos ihr euch bemüht, den Unschuldigen zu spielen. Schluss jetzt! Wir dürfen nicht streiten, während Tevinter Intrigen gegen unser Land spinnt. Um des Reichs willen. Ich will antworten! Ohne Briellas Hilfe hätte ich Florian nicht rechtzeitig gefasst. Ihr habt zusammengearbeitet? Natürlich. Wir haben den schriftlichen Befehl an euren General, heimlich Truppen in den Palast zu schleusen. Die Soldaten dienten meinem Schutz. Ich hatte mit einem Vertrauensbruch gerechnet, nur nicht durch meine Schwester. Redet nur weiter, Gespard. Vielleicht glaubt euch ja irgendwann jemand. Sein eigener Söldnerhauptmann wird bestätigen, dass Gespard gedungene Schläger für einen Angriff in den Palast eingeschleust hat. Söldner? So viel zu eurer Chevaliers-Ehre, Vetter. Und, das hätte ich beinahe vergessen, er hat Mitglieder des Rats der Herolde mit dem Tod bedroht. Briella hat all das für euch in Erfahrung gebracht, Selene. Angesichts der überwältigenden Beweislast bleibt uns keine andere Wahl, als euch zum Feind des Reiches zu erklären. Hiermit verurteilen wir euch zum Tode. Ich denke, Botschafterin Briella verdient für die Aufdeckung dieser Intrige eine Belohnung. Ich kann kaum glauben, dass ihr das alles für mich getan habt. Selene. Danke, Inquisitor, für alles, was ihr heute Abend getan habt. Ich verdanke euch mein Leben und Orly seine Zukunft. Ihr habt so viel getan. Für mein Volk und für uns. Das werden wir nicht vergessen. Was werdet ihr beiden jetzt machen? Es wird sich einiges ändern am Hof. Nicht nur am Hof. Kommt, begleitet uns, Inquisitor.
Wir müssen dem Adel die guten Nachrichten überbringen. Lords und Ladies des Hofes, heute Nacht werden wir feiern. Jene, die unser Reich durch Verrat vergiften wollten, wurden zur Rechenschaft gezogen. Für Orlais beginnt eine neue Zeit. Wir werden eine Welt erschaffen, in der alle Männer und Frauen in Harmonie zusammenleben. Und heute legen wir dafür den Grundstein. Hiermit stelle ich euch das neueste Mitglied meines Hofstaates vor. Marquis Briella aus den Dales. Dies ist nicht nur ein Sieg in Halam Shiral. Und es ist auch kein Sieg für das Reich oder die Elfen allein. Dies ist ein Triumph für uns alle. Vor mehr als 1000 Jahren zwangen Elfen und Menschen das Reich auf den valyrianischen Feldern mit vereinten Kräften in die Knie. Wir können heute so viel mehr tun. Wir sind mächtiger, als unsere Vorfahren je zu träumen gewagt hätten. Gemeinsam werden wir unsere Welt vor einem Feind bewahren, der uns die göttliche Namen und den Himmel in Stücke riss. Wir müssen alle zusammen helfen, um den Feind zu besiegen, der unsere Welt bedroht. Wir sind diesen Spionen aus Tevinter schon auf der Spur. Bald können sie sich nirgends mehr verstecken. Aber das kann bis morgen warten. Heute Nacht feiern wir unsere neu gefundene Verbundenheit. Mögen die Feierlichkeiten beginnen! Der orlaisianische Adel bejubelt trunken vor Freude und Punsch euren Sieg. Und ihr seid nicht da, um euch feiern zu lassen? Ermüden euch ihre Glückwünsche wirklich so schnell, Inquisitor? Das erscheint mir recht unstet nach allem, was ihr für sie getan habt. Plötzlich wollen alle mit mir reden. Ihr seid der erste Lichtblick. Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet mich zukünftig nämlich häufiger sehen. Auf kaiserlichen Erlass bin ich die offizielle Kontaktperson der Inquisition. Selene möchte euch die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen. Mich. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch der Inquisition anschließen wollt. Ich wurde dazu berufen. Meine persönlichen Interessen spielten dabei keine Rolle. Selene weiß, dass ihr einem Feind mit enormen magischen Fähigkeiten gegenübersteht. Und das ist weit wichtiger als ihre eigene Neugier. Ihr werdet mein Wissen brauchen, um gegen seine Magie zu bestehen. Abgesehen davon ist Corypheus eine Gefahr für Orlais und für mich. Insofern habe ich nichts gegen meine Berufung einzuwenden. Welche Fähigkeiten habt ihr, die uns helfen könnten? Ich verfüge über ein Wissen, von dem die meisten Magier nur träumen können. Ich denke, das gilt auch für Corypheus. Es kann also nicht schaden, es eurem Arkanen-Arsenal einzuverleiben, oder? Außerdem wird sich der Riss am Himmel durch Wissen allein wohl nicht schließen. Wissen, von dem die meisten Magier nur träumen können? Meint ihr damit Blutmagie? Ich kenne viele geheime, vergessene und verbotene Künste. Einige davon könnte man als Blutmagie bezeichnen, ja. Aber ich denke, ihr fürchtet Maleficare weit weniger als das gemeine Volk. Willkommen bei der Inquisition, Morrigan. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir sehen uns dann auf der Himmelsfeste. Hey, sie haben den Schnaps rausgeholt und jetzt kotzt eine Delancey in den Helm eines Lord So-und-so. Ihr verpasst den ganzen Spaß. Was ist los? Ich denke nur gerade an den Großherzog. Unsere Spiele fordern einen hohen Preis. Ach, seid nicht traurig. Ich meine, es ist traurig, aber es war nicht eure Schuld. Er war einfach ein schlechter Spieler. Wisst ihr, was er gewollt hätte? Dass wir beide jetzt da reingehen und alle in Verlegenheit bringen. Sarah, tanzt mit mir. Ich kann... Ich warne euch, das wird ein unvergessliches Erlebnis. Ist das eine Anspielung? Ein Versprechen! Die Angelegenheit ist dringlich, Lady Josephine.
Dessen bin ich mir bewusst, ehrwürdige Mutter. Sie müssen so schnell es geht zurück nach Val Royeau. Sie feiern dort Zeremonien, Weihen. Der Erbauer steht uns bei. Das ist im Moment leider unmöglich. Ich werde mich der Sache aber, sobald es geht, annehmen. Lady Inquisitor, bitte, können wir uns kurz unterhalten? Was kann ich für euch tun, ehrwürdige Mutter? Nun, da die politischen Unruhen hinter uns liegen, kreisen unsere Gedanken nur noch um eine Frage. Wer wird die nächste Göttliche? Allerdings können wir sie ohne die linke und die rechte Hand der göttlichen Justinia der Fünften nicht beantworten. Es ist, wie ich bereits sagte, ehrwürdige Mutter. Lady Lilliana und Sucherin Cassandra können im Augenblick nicht von ihren Pflichten entbunden werden. Aber angesichts der Unterstützung durch das Reich wird der Verlust zweier Seelen der Inquisition doch gewiss nicht schaden. Warum braucht ihr Lilliana und Cassandra? Sie waren die engsten Vertrauten ihrer Heiligkeit. Sie symbolisieren ihr Erbe, ihre Hoffnung auf Frieden in Thedas. Sie könnten die obersten Klerikerinnen auf sich einschwören, wie keine andere Kandidatin der Geistlichkeit. Sind die obersten Klerikerinnen wirklich nicht in der Lage, eine Göttliche zu wählen? Alle Kandidatinnen mit der politischen Basis, Justinia zu beerben, sind mit ihr gestorben. Und die, die überlebt haben, sind nicht in der Lage, im Konklave der obersten Klerikerinnen die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen. Die Situation ist völlig verfahren. Lady Lelyana und Sucherin Cassandra waren Justinias engste Freundinnen und Beraterinnen. Die verstorbene Göttliche ist noch immer hoch angesehen. Ihr zu Ehren könnten die obersten Klerikerinnen eine von ihnen als Nachfolgerin unterstützen. Wie lange braucht die Kirche die beiden? Wenigstens einige Monate. Und sollte eine von ihnen zur Göttlichen gekrönt werden, würde sie nicht mehr zur Inquisition zurückkehren. Diese Entscheidung müssen Lilliana und Cassandra selbst treffen. Und das werden sie auch. Irgendwann. Der Inquisitor ist gerade erst zurückgekehrt und muss sich wichtigen Angelegenheiten widmen. Bitte entschuldigt uns jetzt, ehrwürdige Mutter. Lasst sie euren Sieg in Halam Shiral nicht schmälern. Wir haben seine Wächter geschlagen und seinen Intrigen ein Ende gemacht. Bald kann sich Korypheus nirgends mehr verstecken. Cullen hofft, dass wir unseren Vorteil nutzen können. Wir planen unseren nächsten Angriff, sobald ihr bereit seid. Aber natürlich, liebste Josephine, und da sind wir nun wieder zurück in der Himmelsfeste und es ging doch schneller, als ich gedacht habe. Wunderbar, ja, ich habe dafür gesorgt, dass nicht Briella und Gespard auf dem Thron sitzen. Ich habe dafür gesorgt, dass Selene und Briella auf den Thron mehr oder weniger sitzen. Ich hoffe, dass es für Lilliana so in Ordnung ist, denn sie hat sich ja Briella eigentlich gewünscht. Aber mit Gespard auf gar keinen Fall. Ist natürlich schade, dass Gespard aufgrund dieser Tatsache dann sterben muss. Das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man diese Konstellation herauskitzeln will. Ich glaube, ich will mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass man sogar alle drei ins Boot holen kann. Wie das allerdings funktioniert, ob das funktioniert oder ob es tatsächlich einfach nur eine Mod ist, das kann ich euch nicht genau sagen. Das weiß ich nämlich nicht. Jedenfalls in der nächsten Folge werden wir uns erstmal hier mit allen natürlich unterhalten und gucken, ob wir nicht vielleicht sogar die gute Morrigan finden. Morrigan hat sich der Inquisition also angeschlossen und wer meint, dass wir Morrigan jetzt, so wie in früheren Zeiten, mitnehmen können, der täuscht sich ein bisschen. Morrigan wird uns begleiten, ja. Aber nur bei einer einzigen Aktion. Oder besser gesagt, bei zwei Aktionen. Und die liegen noch weit in der Zukunft. Dieses Spiels. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an Halam Shiral. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund.
und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!